Guten Morgen, Freunde. Hier ist wieder Frank, ein Hesse on Tour. Es ist jetzt 6.15 Uhr Ortszeit und wir laufen jetzt hier durch unsere Anlage bei Habimag zur Anlegestelle von dem Boot. Dann werden wir nach Santorini schippern und werden uns dort das Städtchen anschauen. Dazu nehme ich euch gerne wieder mit. Folgt uns auf die Reise, es wird bestimmt wieder spannend. Bis dann. So Freunde, jetzt sind wir hier an dem Fährhafen in Retimon und unsere Fähre legt jetzt dann um 8 Uhr ab und jetzt haben wir ca. 7 Uhr. Ja, jetzt geht's an Bord der Sea Jets. Jetzt laufen wir im Hafen von Santorini ein. Ja, jetzt sind wir schon auf Santorini und jetzt geht's mit dem Bus erstmal weiter. So, jetzt sind wir in dem Hafen Atinius angekommen und fahren jetzt nach Oja. Also Freunde, wir haben heute Glück, wenn wir heute nach Oja kommen. Es ist nur ein kleines Kreuzfahrtschiff da, mit wenig Personen.
Im Regelfall laufen dort 4 bis 5 Schiffe a 5000 Passagieren täglich ein. Entschuldigung, kann ich den Griechen benutzen als Translator? Wir haben also jetzt hier noch eine Fahrzeit von ca. 20 bis 25 Minuten bis nach Oja. Tolle Wanderwege gibt es ebenfalls auf der Rasia. Man kann die Rasia von hier aus, vom Hafen, von hier am Muli, täglich erreichen. In 10 Minuten ist man bereits um 1 Euro auf der Rasia. Wir haben den Hafen, die Strecke verlassen die Strecke. Wir haben es geschafft, war nicht so schlimm, oder? Geht euch gut. Na bitte, ich habe nicht zu viel versprochen, mir kann man vertrauen. Vor uns seht ihr jetzt schon den höchsten Berg von Santorin. Einfach der höchste Berg der Reine. Profitilias, 567 Höhenmeter. In Deutschland, in Österreich, in Holland weiß ich nicht, aber bei uns gerade mal der Hausberg. Profitilias, gibt es in Holland auch hohe Berge? Nein? Na bitte, man lernt nicht aus. Aus dem Grund ist natürlich auch die Militärbasis an Profitilias untergebracht. Denn von oben aus hat man einen Blick 360 Grad über die ganze Insel. Auch befindet sich noch ein Kloster aus venezianischen Zeiten am Profitilias. Man sieht es jetzt wunderschön auf der rechten Seite, das Kloster. Dieses Kloster hat eine wichtige Rolle gespielt für die Insel, denn es gab im Kloster die einzige Schule. Auch hatten sich die Mönche um die Armen und Kranken angenommen. Die Mönche hatten damals schon ihr eigenes privates Schiff, um auch Handelsgeschäfte zu betreiben. Heute leben noch 6 Mönche im Kloster und bewirtschaften das Kloster und stellen auch eigene lokale Produkte her, so wie Seifen, Kerzen, getrocknete Tomaten, Honig, kleine Souvenirs. Und die kann man dann natürlich im Klostergarten kaufen. Auch ist der Klostergarten wunderschön zu besichtigen. Das Dörfchen Burgos jetzt schön vor uns am Hügel. Da verlassen sehr viele die Insel, um auf dem Festland, die meisten haben am Festland Familie. Und dann ist es hier wirklich sehr, sehr ruhig und beschaulich. In ihr ist fast alles geschlossen. In Kira ist einiges offen, einige Hotels und Restaurants. Und auch wir fahren auch jetzt durch ein Dörfchen, wo sehr viele Einheimische leben, Mesaria, wo auch im Winter alles offen ist natürlich. Oder auch in Borio an der anderen Seite der Insel. Auch hier leben sehr viele Einheimische, auch da ist natürlich ganzjährig geöffnet. Sonst in Ia und Fira ist man fast alleine unterwegs. Das ist eigentlich herrlich. Ihr werdet es sehen, wenn ihr jetzt durch Ia, obwohl heute werdet ihr nicht so durchgeschoben, wenn ihr euch dann vorstellen könnt, dass Tavernen, Bars und Ruhe nur nach dem Sonnenuntergang. Aber nur nachher. Denn zum Sonnenuntergang ist Ia ja sehr, sehr bekannt, berühmt, ist auch wunderschön, allerdings nicht in der Hauptsaison, für mich. Denn man schiebt sich mit 5.000 bis 7.000 Menschen durch die engen Gassen und genießt dann in dieser Menge den Sonnenuntergang. Nach dem Sonnenuntergang, wenn natürlich der letzte Tagesgast dann hier verlassen hat, dann ist es traumhaft, dann ist es ruhig. Die Unterkünfte in Fira wunderschön mit Aussicht auf die Caldera und zum Vulkan, hat natürlich seinen Preis, aber trotzdem einmalig. Und das Geld kann man übrigens
woanders in Kamali schon 4 Nächte schlafen. Aber trotzdem ein sicher tolles Erlebnis, mal da oben den Sonnenuntergang zu genießen. An der rechten Seite befindet sich übrigens, wo der Berg so abfällt, in der Ecke, da ist Kamari. Ja, die Hauptstadt Gera haben wir jetzt verlassen und jetzt geht es nach Oi. Berissa ist auch ein sehr beliebter Badeort mit einem schwarzen Sandstrand. In Kamari ist er der Kiesstrand, in Berissa der schwarze Sandstrand. Auch in Berissa unzählige Hotels. Allerdings gibt es in Berissa nicht wie in Kamari eine gute Infrastruktur. In Berissa findet man mehr Bars, Strandbars, die auch bis in Hier sehen wir jetzt Weinfelder. Warum sind die Reben so niedrig und so klein? Ganz einfach, weil der Wind sie ansonsten umdrücken würde. Also für euch ist Griechisch einfach, ihr sprecht ja. Und durch den Vulkan, durch die Vulkanerde ist das auch ein ganz besonderer Wein. Es gibt roten, weißen und Dessertwein. Aussprachen, einmal ist es nett und die andere Aussprache ist ganz böse. Also sage ich besser gar nichts. So, Freunde, jetzt sind wir in Oin. Und schauen uns jetzt mal hier um. So, jetzt laufen wir also in das alte Stadtzentrum durch schöne, enge Gässchen. Ein Blick auf die wunderschöne Kirche von Oia. Hier steht noch ein Lost Place, der auch noch Zeuge ist von dem wahnsinnigen Erdbeben bzw. Vulkanausbruch in 1956. Auch hier gibt es einige Kirchen. Es gibt insgesamt 600 Kirchen auf dieser Insel, wobei 300 öffentlich und 300 privat sind. Aber zum Kirchenfest, was einmal im Jahr hier stattfindet, sind alle 600 Kirchen geöffnet. Also immer wenn ein Kirchenfest stattfindet, findet das zu dem jeweiligen Namenstag statt. Das heißt also, es gibt dann mehrere Kirchenfeste hier. Ja, von hier aus, wir stehen jetzt hier auf dem Platz Kraterblick und von hier aus haben wir jetzt den tollen Blick auf diese Nachbarninseln und auf die Krater.
ein Blick von dem zerstörten Kasel. Auf den Ort, oh ja. Und den Hafen. Wunderschön malerisch liegt dieser Ort am Berg. Und die Kirchen sind immer die Gebäude mit den blauen Dächern. Hier gibt es auch ein Museum. Ja, Freunde, das war jetzt Santorini. Ein sehr interessanter Ort. Natürlich hatten wir heute auch das Glück, dass hier nur ein kleines Kreuzfahrtschiff angelegt hat. Sonst wäre hier kein Durchkommen gewesen und ich hätte wahrscheinlich auch nicht alles auf den Film bannen können. Jeder macht hier natürlich seine Geschäfte. Entweder mit Bars, Restaurants oder kleinen Boutiquen. Das ist natürlich schon phänomenal hier. Damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wünsche euch einen schönen Tag. Freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like. Und wer mich noch nicht abonniert hat, darf das auch gerne tun. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss.